Sollte er es nicht besser wissen? Ausgerechnet Howard Carpenterle, 73, lebte jetzt eine überraschende Drogenbeichte ab. Howard Carpenterle hat trotz seines wahnsinnigen Erfolges privat schwere Zeiten durchlebt. Die Alkoholsucht seiner damaligen Lebensgefährtin und jetzigen Ehefrau Dornitze, 63, hat ihm schwer zugesetzt. Seine Verzweiflung wurde immer schlimmer. Am Ende sah er nur noch den Tod als letzten Ausweg und schon 2016 enthüllte Howard Carpenterle nach meinem Bühnenabschied im Jahre 2003 hatte ich schwere Depressionen. Ein halbes Jahr war ich wie gelähmt, hatte Selbstmordgedanken in der TV-Sendung Prominent. Auf Vox. Erinnert sich der Schmusesänger ganz genau, wie er sterben wollte. Es ging mir 5 Jahre lang nicht gut. Es war eine harte Zeit. Ich habe nie alle Details über diese Zeit erklärt. Ich bin ganz nah, nicht nur ich, sondern meine Frau auch, ganz, ganz nah an den Tod gekommen. Mit seinem Auto wollte sich Howard Carpenterle einen Abhang hinunterstürzen und allem nur noch ein Ende setzen. Doch zum Glück ist es so weit nie gekommen. Der Sänger ließ sich in einer Klinik einweisen, kämpfte gegen sein seelisches Leiden an. Wir haben diese Zeit durchlebt. Das Alkoholproblem, ich sage es einmal, war am Ende sehr stark. Nur 20% aller Menschen schaffen es, und Dornitze hat es geschafft. Und heute bin ich glücklicher denn je über seine Frau, sagt er. Das Leben, das wir jetzt miteinander führen. Ich habe diese Art von Zuneigung nie zuvor gespürt, das ist unglaublich wie schön. Doch abstinent lebt Howard Carpenterle auch heute nicht, wie er kürzlich zugab. Wenn ich einen Rausch brauche, dann kiffe ich lieber. Einen Joint als Alkohol zu trinken, die Drogenbeichte des Sängers verwundert einen total. Das erste Mal war mit einem sehr berühmten deutschen Klavierspieler. Wir waren auf Tournee zusammen, und er hat gesagt: Con, lass uns mal einen Joint rauchen. Das gestand Howard Carpenterle in einer Talkshow. Er trinkt zwar keinen Tropfen mehr. Dafür kifft er selten, aber eben doch. Das ist besser als Alkohol.